Und schauen uns mal um. Ein blockartiges Gebäude. Das könnte eine Kaserne sein, oder? Die Händlerliga. Mal gucken, ob das wirklich... verschlossen. Ich wollte gerade sagen, ob man da was einkaufen kann oder ob das einfach nur ein bürokratisches Gebäude ist. Aber anscheinend wohl letzteres. So, wir suchen eine Kaserne. Flammende Faust, rot. Aber da wäre ein Schild dran, ne? Okay, das wohl auch nicht. Das hier sind Wohnhäuser. Oh, ein Junge. Stopp, bleib stehen. Bist du Erik? Nee. Na. So, das ist ein Mädchen, die sprechen wir nicht an. Nein, nicht Carlet nach vorne. Gerugan soll vorne laufen. Hier haben wir... Oh, ein Glücksbrunnen, wo man was klauen kann. Ich will nur mal kurz reingucken. Okay. Edelsteine im Brunnen gefunden. Naja, aber wir wollen eigentlich lieber eine Kaserne finden und Bettler, die sich gegenseitig bebetteln? Das ist echt eine komische Stadt. Sehr, sehr komische Stadt. Das hier könnte eine Kaserne sein. Gucken wir mal kurz. Ja. Gehen wir zum Haupteingang. Ich hoffe mal einfach, dass der vorne ist. Ah, da war wieder ein Junge. War einer, ja. Wo bist du hin? Kleine... da. Ich habe meine Puppy verloren. Nee, es war ein Mädchen. Ja, nee. Das ist echt wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden, den Jungen da. Ich bin ganz Ohr. Flammende Faust, das sieht doch gut aus. Allemann, dahin. Und Gerugon redet so lange mit dem Zwerg da, der sieht ein bisschen fehl am Platz aus. Der berühmte Zurück, Gott des Wahnsinns und Zerstörung oder so, hat unsere Begegnung vorhergesagt, bei der ihr euch mir anschließen würdet. Es ist eure Pflicht, mehr noch eure Bestimmung, an Tiaks Seite zu stehen, da die Welt ihm, uns zu Füßen liegt. Zu diesem Zweck werde ich mit euch reisen und euer Geheiß folgen. Später aber wird eure Macht in der meinen aufgehen und der große Tiaks wird in die höchsten Ämter des Landes aufsteigen. Was sagt ihr zu dem großen Entwurf? Ja oder nein? Nein? Du bist verrückt und huldigst einem Gott, der absolut böse ist. Nee, du darfst nicht mit. Das glaube ich allerdings nicht, kleiner hirnloser Mann. Das ist ein bisschen zu grob. Nee, dann nehme ich das, aber ich tue einfach so, als wenn ich das Letztere nicht gesagt hätte. Was? Das Schicksal hat die Welt in eure Hände gelegt und ihr erdreistet euch zu spotten? Seid ihr toll? Also verrückt. Altdeutsch. Himmelsgesichtiger Tor. Ihr und eure schnieken Kumpanen, ihr werdet dereinst zittern und beben vor dem Anblick des allmächtigen Tiaks mit Krone und Zepter. Ja, sehr verrückt. Wenn ihr in Sack und Asche gehüllt zum Richtplatz gekarrt werdet, um euer Leben werdet ihr winseln, ihr armseligen Kreaturen, packt euch und geht, sonst mache ich euch Beine. Ja, nee. Hallo, Leute. So jemanden in der Gruppe zu haben, würde nicht ganz Hallo, so passen Leute, zu uns. Kumpel. Aber vielleicht in dem bösen Durchgang. Der scheint mir ein ganz lustiger Geselle zu sein. So, auf zur flammenden Faust und zum Kommandanten. Bist du schon der Kommandant? Ja. Ich sehe mit Freunden, dass ihr zurückgekehrt seid. Mit Freude. Welche Neuigkeiten bringt ihr mir? Doppelgänger hatten viele der höheren Ränge in der Gemeinschaft übernommen. Die Monster sind nun alle tot, von uns getötet. Ausgezeichnet. Ich verdopple euren Lohn für die Heldentaten, die ihr für die Stadt auf euch genommen habt. Wir müssen in Kontakt bleiben. Ich benötige möglicherweise eure Hilfe bei der Untersuchung des Eisenthrons. Das ist ganz in unserem Interesse. Aber verdoppeln? Hatte er nicht gesagt 2000 pro Kopf?
Also 12.000 verdoppeln, 24.000. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir 24.000 bekommen. 2.000. Da ist eine Rechnung aber falsch gelaufen. Oder eine Übersetzung. Er hätte gesagt 2.000 pro Kopf. Und selbst wenn er nicht pro Kopf gesagt hat, wären 2.000 mal 2 immer noch 4.000. Na gut. Ich habe noch einen Auftrag, der für euch von Interesse sein könnte. Ihr sollt reichen Lohn für eure Dienste erhalten. Das kennen wir ja schon. Möchtet ihr mehr darüber erfahren? Wir sind immer an mehr Arbeit interessiert. Worum geht's? Das Problem ist das folgende. Nacht für Nacht verschwinden Menschen in den Straßen der Stadt. Meine Männer durchkämmen ständig alle Gassen und Wege auf der Suche nach dem Übeltäter. Bislang jedoch ohne Erfolg. Eine allgemeine Furcht greift um sich und kaum jemand wagt sich nachts noch aus dem Hause. Es muss etwas unternommen werden, und zwar schnell. Wenn ihr bereit seid, den Auftrag anzunehmen, erhaltet ein jeder von euch 50 Goldmünzen im Voraus, sowie eine Prämie von 500 Goldmünzen. Na gut, also das Gold, deswegen machen wir es auf keinen Fall, sondern einfach nur, weil wir der Stadt helfen wollen. Falls ihr herausfindet, was mit dem verschwundenen Bürger geschehen ist, was haltet ihr davon? Wir akzeptieren eure Bedingungen. Eure Aufgabe ist denkbar einfach. Ihr sollt lediglich im Osten der Stadt patrouillieren und einen Eingang zu den Abwässerkanälen finden. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet heraus, was da los war. Wenn ihr Bescheid wisst, trefft mich an der Kaserne der Flammenden Faust. Er hätte auch einfach hier sagen können, aber naja. Unsere einzige Spur bis jetzt führt in die Abwasserkanäle. Also wenn ihr da zuerst suchen wollt, ist das bestimmt eine gute Idee. Wir haben auch Spuren eines Wesens mit vielen Beinen gefunden. Vielleicht handelt es sich um einen monsterhaften Tausendfüßler. 300 Goldmünzen, ach, das ist der Vorschuss für den Auftrag. Na gut, aber erstmal ruhen wir uns aus. Das scheint ja nicht ganz so zu eilen. Das war 7 Sonnen, da werden wir nicht schlafen können. Habt ihr etwas gesagt? Da ist auch ein Abwasserkanal, da können wir nicht runter. Wieder ein rotes Haus. Nee. Obwohl, wir können einfach mal reingucken, wenn die Tür offen ist, ist es vielleicht eine Taverne. Könnte eine Taverne sein. Auch wenn die Regale ein bisschen irritierend sind. Ihr seid eingeladen, meine Waren zu begutachten. Oh, ein Händler. Na gut, was hast du denn so? Nichts Magisches, doch ein Langschild plus 1. Super interessant für uns. Na gut, kaufen wir Gerogon mal ein paar Bolzen. So, das müsste reichen. Zumal die Bolzen ja eigentlich fast nie benutzt. So, der Speer kann noch zu Düna hier. Hat keine Zauber mehr. Und den Ring werfen einfach mal weg. Den wollt ihr eh keiner haben. So, aber schön, dass es wieder ein Laden war, der nicht ausgeschildert ist. Oh, gemischt war ein Laden. Ich habe nichts gesagt. So, wir suchen eine Taverne. Bist du eine Taverne? Außerordentlich viel versprechen. Und nimm mal dein Schwert wieder in die Hand. Verlass diesen Ort. Ah, grüner Schleier steigt immer weiter aus dem Keller auf. Ergreift die Flucht, keuch, solange ihr noch könnt. Also wir haben eine Taverne gefunden, aber die wird wohl gerade von Schleim überrannt. Düna hier, hast du Zauber? Ja, ein Feuerball wäre hier nicht ganz so gut. Na gut, gehen alle auf den da. Jahira. Benutzt mal deinen neuen Stab, mal gucken, wie stark der ist. Sehr stark. Oder die sind sehr schwach, eins von beiden. Die helfen sogar damit. Eine komische Art von Kneipenschlägerei, hm? Mit bloßen Händen auf Schleim einprügeln. So, das sieht aber doch alles machbar aus. Und du blockierst den Weg zum Schleim. So,
So, und als Belohnung wollen wir nur hier schlafen dürfen. Auch wenn die Schleimfetzen ein wenig irritierend sind. Aber der Tavernenbesitzer ist rausgelaufen. Du bist nur ein NPC. Bürgerlicher. Bist du nach oben geflohen? Und der hat gesagt, aus dem Keller. Ich habe gar keinen Kellereingang gesehen. Naja, wo wir schon mal hier sind. Magie verlangt einen wachen Geist. Aber hier scheint nichts zu holen zu sein. Und der Tavernenbesitzer kauert auch nirgends von der Ecke. Also müssen wir uns unten nochmal umgucken, ob da irgendwo wirklich kein Kellereingang ist. Also, ob da ein Kellereingang ist oder nicht. Ja, ich weiß, ihr seid müde. So, hier ist kein Kellereingang. Und da auch nicht. 15 Goldmünzen. Na gut, das war ein komischer Besuch in der Taverne. Fehlt der Besitzer ja draußen vor der Tür. Na komm, dürfen wir raus? Anscheinend nicht. Ach ja. Jetzt? So, gehen wir nochmal kurz rein. Vielleicht wird ja jetzt die Zone irgendwie neu gestartet oder dergleichen. Nö, immer noch kein Tavernensitzer da. Na gut, machen wir uns weiter auf die Suche. Aber das mache ich mal im Zeitraffer. Bis gleich. Etwas gesagt. Ja? So, wie ihr gesehen habt, bin ich in den Osten der Stadt gegangen. Hier sollten wir eh nach dem Eingang zur Kanalisation suchen. Und hier wissen wir wenigstens, wo eine Taverne ist. Dann schlafen wir mal königlich. So, jetzt habt ihr nichts mehr zu meckern. Und schauen uns draußen nach den Gittern um. Die hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen. Da. Jetzt zwängen wir uns durch das kleine Loch da. Wie auch immer das gehen soll. Gleich ein Angriff von einer Phasenspinne. Ja. Ihr werdet alle sterben. Dann waren das wohl die Eier von den Spinnen, die wir gesehen haben im Intro gerade. Ach ja. Na, wir haben ja ein Schwert gegen Spinnen. Auch wenn er keinen extra Schaden gegen Spinnen macht, oder? Nö. Nur den Schutz gegen Festhalten. Aber gut. Hier schauen wir uns gleich um. Erstmal wird gespeichert. Wir sind bei LP 59. 9 und
52.